Guten Morgen, hallo Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nochmal Top-Down und nochmal Schieberuckeln des Audi. Vielleicht erwische ich ihn heute. Ihr seht auch, was hier dargestellt ist. Wir haben also die Gaspedalposition und also dann haben wir den Ladedruck. So, jetzt schaut mal her, wenn ich stehe, zeigt das schon die Accelerator Pedal, ihr könnt hier auch immer euch die Legende holen. Ja, Position Normalized, das ist wahrscheinlich normiert auf 100%. Hier Pedal Position Accelerator, also die Pedalposition. Charge Air Pressure, ich nehme an, das ist der Ladedruck. Und hier ist dann noch Specific Volume, MAP, das sollte also der Luftmassensensor sein. So, jetzt habe ich den aus Versehen abgewählt. Also, ihr seht, im Stand Zündung an, ja, Pedal bewegt sich schon. Jetzt ist die Frage, die erste Frage ist jetzt mal, ich bewege das Pedal jetzt mal ganz langsam durch, ja, ja, und er reagiert auch sofort. Ja, aber was man hier sieht, das normierte, das PAV, ja, das folgt erst mit einer geringen Verzögerung. Position Accelerator, ja. So, ich tue es aber im Kommentarteil auch nochmal dann genauer recherchieren. Ja. Und dann schaut euch das jetzt nochmal an. Ich gebe jetzt nochmal Gas, ja. Und ihr seht, das kommt mit einer gewissen kleinen Zeitverzögerung. Aber alles noch stochern im Nebel. Ich starte jetzt mal den Motor. Ja, jetzt geht auch die Luftmasse hoch auf den Wert. Und wie gesagt, immer bedenken hier, er normiert immer auf den höchsten Wert. Ja, also er springt in seiner Skalierung. Das ist wichtig, dass sonst kommt es hier zu Fehlinterpretation. Und jetzt fahren wir mal los. Vielleicht ruckelt er ja heute. Normalerweise regt er mich auf, wenn er ruckelt. Ja. Aber jetzt will ich ja mal was zeigen. Also es ist immer, wie gesagt, Kurvenfahrt. Ich trage jetzt mal die Lenkung ein. Und fahre um die Ecke. Passiert und ich gehe mal in den höheren Gang. Und wieder benimmt er sich lamm fromm. Weil gerade es regnet jetzt ein bisschen, gerade bei Luftfeuchtigkeit macht er normalerweise dieses Phänomen. Das ist das Thema Sensoren und wenn sich da eben Brücken dann bilden, ja, wenn Stecker nicht mehr richtig dicht ist und da muss ja nichts Wasser drin stehen, da genügt ja eine ganz leichte Benetzung. So, nochmal eine Kurve im dritten Gang. Ah, jetzt macht das. Jetzt habe ich natürlich nicht die Zeit, um mir das anzuschauen. Ich werde mir das Video zu Hause dann anschauen und werde es dann in der Kommentarzeile in der Videobeschreibung. So, jetzt kommt hier nochmal eine Kurve. Ja, er hat wieder so einen Ruckler gemacht. Ist aber auch extrem niedertourig, das Ganze. Ja, das muss man auch berücksichtigen an der Stelle. Und jetzt schließe ich mein Video mit einer interessanten Sache für die, die durchgehalten haben. Ja, das seht ihr nämlich nicht allzu oft hier. Und zwar schaut euch mal, da es regnet, man sieht es nicht so gut. Ich mache mal ein besseres Video drüber oder ich lasse mal die Scheiben runter. So, schaut mal, das ist eine Steinkugel, wahrscheinlich Marmor oder sonst was. Warum zeige ich euch das? Was hat es mit Auto zu tun? Ganz einfach, hier seht ihr mal einen hydrodynamischen Schmierfilm und genauso ist es mit eurer Kurbelwelle, ja, die schwimmt auf dem Öl vollständig auf, ja. Das Ding dreht sich, das sieht man jetzt nicht, doch man sieht sehr gut, ja, weil die Wasserzuführung
etwas einseitig ist. Das war mein Finger, sorry. Ja. Und so ist es auch mit der Kurbelwelle. Wer also an der Kurbelwelle schleifend einen Kontakt anlegt und am Zylinderkurbelgehäuse und misst den elektrischen Widerstand, sobald die Kurbelwelle aus dem Mischreibungsgebiet hochgeht, ja, schwimmt sie nicht durch den Öldruck, sondern durch den hydrodynamischen Schmierkeil vollständig auf. Das ist auch der Grund, warum früher zum Beispiel die hochkarätigen Sportwagen vor allem auch in Italien zum Teil astronomische Laufleistungen erreicht haben. Ja, die sind nie kalt geworden. Gut, mit diesem kleinen Exkurs schließe ich jetzt und den Rest im Kommentar, in der Videobeschreibung. Ja, die Interpretation der Messwerte. Ciao, ciao.